Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Heute möchte ich einen Blick mit euch in die Zukunft werfen, denn ich habe spannende Neuerscheinungen in dem Oktober für euch herausgesucht. Es sind 8 Bücher, beziehungsweise sind es eigentlich 10, wenn ich mich jetzt nicht täusche, denn eines der Bücher wird es 3-mal geben und ich denke auch, mit denen fangen wir einfach mal an, denn die ersten 3 Bücher, die sozusagen am 1. Oktober erscheinen, sind die neuen Bücher von Markus Heitz, Doors. Denn es war ja so, dass es eine sehr geile Buchreihe geben wird, die zumindest super toll von der Idee klingt. Man hat einen Auftaktteil von 80, 90 Seiten, der ist kostenlos zum Herunterladen, gibt es auch kostenlos bei Audible. Und am Ende dieses Buches steht man im Grunde vor 3 Türen, daher auch der Titel. Und man entscheidet sich dann, durch welche Tür man seine Protagonisten gehen lässt. Und man hat eben 3 zur Auswahl. Wir haben einmal X, die Dämmerung, wir haben ein Ausrufezeichen, das Blutfeld, und wir haben ein Fragezeichen, die Kolonie. Und alle 3 Bücher haben, glaube ich, immer so um die 360, 380, nicht knapp, also ganz knapp 400 Seiten und kosten als Taschenbuch 10 Euro. Und das Schöne finde ich, dass es bei Audible auch schon die Hörbücher zum Vorbestellen gibt und dass es pro Buch sogar nur ein halber Gutschein sein wird. Das heißt, für einen Gutschein, für ein Abo für 9,95 aktuell kann man dann im Grunde 2 Geschichten hören. Und ich glaube tatsächlich, dass ich das machen werde. Also ich habe jetzt einen Gutschein übrig, beziehungsweise bekomme auch noch bis dahin einen. Und ich glaube tatsächlich, dass ich diese Geschichten hören werde. Es gibt 3 Bücher. Wir haben hier die Dämmerung. Und bei der Dämmerung ist es so, dass eine junge Frau verschwindet im Haus ihres Vaters, beziehungsweise sind das auch irgendwie in Höhlensystemen im Untergrund. Und dass eine Gemeinschaft an Fachleuten dieses Mädchen oder diese junge Frau suchen. Und bei der Dämmerung ist es eben so, dass wir hier im Grunde in das Höhlensystem gehen und in unterirdische Reiche vordringen, was ich ganz spannend finde. Aber ich glaube tatsächlich, dass das eher eine Tür ist, die ich nicht ganz so spannend fand. Denn Blutfeld spricht mich doch am meisten tatsächlich, glaube ich, an. Und hier gehen wir auch ins frühe Mittelalter des 9. Jahrhunderts. Und das ist eine Zeit, die ich schon mega, mega spannend finde. Ich weiß noch nicht, was es für eine Sinn und Logik haben wird, dass wir durch eine Tür gehen und durch die Zeit reisen. Aber ich glaube, Blutfeld könnte tatsächlich das erste Buch sein, das ich lese. So auch Kolonie, das ich auch mega spannend finde, denn wir sind hier zwar im 40er Jahre in Deutschland, aber Nazi-Deutschland hat sehr früh kapituliert und die USA haben ja im Grunde Europa in Kolonien aufgeteilt und es herrscht hier wohl auch ein bisschen Krieg mit Russland. Und ich glaube, dass das eine sehr interessante Sache sein könnte. Also ich glaube, Blutfeld und Kolonie wird von mir gehört, gelesen. Bei Dämmerung bin ich noch ein bisschen unschlüssig. Es soll wohl so sein, dass jede Geschichte für sich steht, auch für sich abgeschlossen ist. Aber ich glaube, das große Ganze wirkt wahrscheinlich am besten, wenn man tatsächlich doch vielleicht den 2 oder sogar die 3 Bände gelesen hat. Was mich ein bisschen irritiert, ist, dass es immer Staffel 1 heißt. Ich daher nicht weiß, ob es danach irgendwie noch weitergeht. Also ob dann vielleicht in Staffel 2 noch 3 andere Türen auftauchen. Man darf auf jeden Fall gespannt sein, finde ich eine mega spannende Idee. Ebenso am 1. Oktober erscheint Die kleinen Wunder von Mayfair von Robert Dinsdale. Ein Autor, der mir nichts sagt, ist auch, glaube ich, ein Debütroman, aber der Klappentext hat mich mega angesprochen. Denn es heißt hier so schön, entdecken Sie mit Robert Dinsdale die kleinen Wunder von Mayfair, Londons einzigartigen Spielzeugladen und einen ergreifenden Liebes- und Familienroman zum Anfang des 20. Jahrhunderts. Alles beginnt mit einer Zeitungsannonce. Fühlen Sie sich verloren, ängstlich? Sind Sie im Herzen ein Kind geblieben? Willkommen im Papa Jacks Emporium. Die Worte scheinen Casey förmlich anzuziehen, als sie nach einer neuen Bleibe sucht. Denn im England des Jahres 1906 ist eine alleinstehende junge Frau wie sie nirgendwo willkommen. Zumal nicht, wenn sie schwanger ist. Und so macht Casey sich auf nach Mayfair in Papa Jacks Emporium. Londons magisches Spielzeugladen gibt es nicht nur Zinssoldaten, die stramm stehen, wenn jemand
jemand vorübergeht, riesige Bäume aus Pappmaché und fröhliche, umherflatternde Vögel aus Pfeifenreinigern. Hier finden all diejenigen Unterschlupf, die Hilfe bitter nötig haben. Doch bald wetteifern Papa Jacks Söhne die rivalisierenden Brüder Kasper und Emi um Katies Zuneigung. Und als der Erste Weltkrieg ausbricht und die Familie auseinanderreißt, scheint das Emporium langsam aber sicher seinen Zauber zu verlieren. Klingt für mich auch absolut nach einem Buch, das ich gerne hören möchte. Ich glaube, das ist, glaube ich, dann noch bei einem Buch in dem Monat der Fall. Das heißt, ich muss ein bisschen sparsam mit meinen Hörbüchern sein. Denn ich mag ja tatsächlich diese neuzeitlichen historischen Romane sehr gerne, wenn mir die vorgelesen werden. Ich weiß noch nicht, ob es das als Hörbuch geben wird, aber das fände ich auf jeden Fall schön. Ich mag ja diese Zeit Anfang des 20. Jahrhunderts sehr und so ein Spielzeugladen. Ja, ich glaube, da können wir alle noch mal Kind werden. Ebenfalls am 1. Oktober erscheint der 5. Teil der Talon-Reihe von Chuli Kagawa, Drachenschicksal. Und es ist, soweit ich weiß, jetzt auch der letzte Band dieser Reihe. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe nach Band 1 und 2 nicht gedacht, dass das eine fünfteilige Reihe wird. Ich dachte ja an eine Trilogie und irgendwie hatte dann, ja, der dritte und vierte Teil war dann für mich auch nur noch okay. Man wollte halt irgendwie wissen, wie es weitergeht. Ich bin jetzt tatsächlich froh, wenn der fünfte Band da ist und man die Geschichte irgendwie beendet bekommt. Wir sind hier ja in einer Drachenwelt und wir treffen eben auch auf die Jäger von Drachen und auf die Drachen selbst, die so ein bisschen Revoluzer spielen in ihren Reihen. Und ich finde das sehr, sehr spannend. Ich mag die Reihe, auch wenn mir, wie gesagt, der zweite Teil war schon nur okay, der dritte Teil war wieder spannender, der vierte Teil hatte dann ein gemeines letztes Drittel. Und ich bin hier einfach sehr gespannt, wie es mit Ember und den Drachen ausgeht und bin, wie gesagt, froh, wenn dann die Reihe auch irgendwie abgeschlossen ist und man weiß, wie es im Grunde ausgeht. Mega, mega freuen tue ich mich auf Moriarty the Patriot, den ersten Teil eines Mangas, der am 2. Oktober erscheint. Und zwar habe ich ja im letzten Jahr die ersten drei Manga zu Sherlock mir zugelegt, was ja auch gefühlt meine ersten Mangas waren. Und hier geht es nun um Moriarty, der Bösewichte schlechthin. Und es heißt so schön, erzähl die Vorgeschichte der in der Krimiserie von Arthur Conan Doyle Sherlock Holmes immer wiederkehrenden Figur, die des Überfließlings Jim Moriarty. Man muss ja sagen, ich glaube, bei den ursprünglichen Sherlock-Geschichten taucht Moriarty ja nur ein- oder zweimal auf. In der Serie war er doch ein bisschen präsenter. BBC verpflanzte Doyles markante Charaktere ins London der Neuzeit und verhalf der Kultserie bekanntlich zu neuen Glanz und Gloria. Der junge James Moriarty ist Professor für Mathematik in London der 1870er Jahre und mit den gesellschaftlichen Unterschieden dieser Zeit ganz und gar nicht zufrieden. Aus dieser Unzufriedenheit entsteht die Idee, eine Bürgerwehr, eine Art private Armee zum Kampf gegen Diskriminierung, die allerdings nicht immer legale Mittel zum Erreichen ihrer Ziele einsetzt. Moriarty, der Patriot, beschreibt den Weg des guten Bürgers James zum Oberfiesling Moriarty. Eine wunderbare Serie, um die sich die Wartezeit auf die neue Staffel von Sherlock zu versüßen und die Aufschluss darüber gibt, warum Moriarty ist, wie er eben ist. Ich weiß jetzt nicht, was hier gemeint ist mit der neuen Staffel von Sherlock. Es ist ja, glaube ich, keine neuere Serie geplant, keine neue Serienstaffel, aber ich könnte mir vorstellen, dass man die Manga-Staffel meint, denn die ersten drei Bände waren ja auch der ersten Staffel der BBC-Serie entsprungen. Der zweite Teil von Moriarty wird am 27. Dezember erscheinen, also doch relativ zeitnah, und ich könnte mir dann auch vorstellen, dass im Februar, März wahrscheinlich dann die Trilogie vollgemacht wird und auf dem zweiten Cover ist dann auch Sherlock als junger Mensch zu sehen. Ich bin mega gespannt. Ich liebe Moriarty, ich liebe diese Genie, ich liebe diesen Fiesling und ich liebe es, dass er einfach ebenbürtig zu Sherlock ist und auf eine ganz andere Art und Weise eben ein Genie ist. Und ich finde den großartig. Dementsprechend freue ich mich hier sehr auf den Manga. Auch sehr freue ich mich auf den zweiten Teil der Hansensaga, und zwar Eine neue Zeit von Ellen Karster, glaube ich. Ja, ich kann es gerade so aus der Entfernung nicht lesen. Den ersten Teil habe ich ja gelesen und fand ihn wirklich sehr, sehr gut. Wir sind hier ja, glaube ich, auch 1880 gestartet und hatten hier ein junges Mädel mit ihrer Familie begleitet, die nach Kamerun gereist sind, in die damalige Kolonialzeit, die ja herrschte. Und wir hatten hier, glaube ich, drei Perspektiven,
die junge, ja, wie hieß sie denn, die junge, Name vergessen, Luise, mit ihrer Familie in Kamerun. Wir hatten die zurückgebliebene Familie in Hamburg, da ging es ja dann um Kaffee und Kakaobohnen. Und wir hatten den anderen Bruder, also den Onkel von Luise, es waren drei Brüder, also ihr Vater und ihre beiden Onkel. Und der dritte Onkel, der, glaube ich, in Wien unterwegs war. Und die Perspektive war, glaube ich, auch so ein bisschen zusammen mit Luise mein Favorit. Und ich mochte das Buch sehr, sehr gerne. Es kam für mich nicht direkt an die Clifton-Saga heran, aber ich glaube, das ist auch einfach schwer. Ich werde hier auch auf das Hörbuch warten, denn der erste Teil war wohl sehr, sehr gut vertont und für mich ist sowas, glaube ich, einfach was zum Hören. Das trifft ja wie beim anderen geschichtlichen Buch sozusagen ein bisschen zu. Ich mag das, wenn mir das jemand vorliest. Und ich glaube, da bietet sich der zweite Teil der Hansen-Saga an. Man muss natürlich den ersten Teil kennen. Es wird, glaube ich, eine Trilogie. Finde es jetzt aber schön, dass der zweite Teil auch so recht nah sozusagen drankommt und der erste Teil doch noch recht präsent ist. Und dann kommt ein neues Buch von Mats Strandberg und zwar Das Heim, erscheint am 24. Oktober. Und Mats Strandberg ist ja der Autor von Geisterfjord, wenn ich mich jetzt nicht irre, oder war es die Überfahrt? Ich glaube, die Überfahrt. Was ich jetzt eigentlich im Winter lesen wollte, aber ich glaube, das Heim werde ich jetzt tatsächlich sogar vorher lesen, denn es heißt so schön, Mats Strandbergs holt den Horror mitten in den Alltag. Für Leser von Stephen King, Justin Cronin und Sebastian Fitzek. Bin ich alles, von daher glaube ich, könnte mir das Heim und wahrscheinlich auch vielen anderen als Thriller sehr, sehr gut gefallen, denn es heißt so schön, zum ersten Mal nach 20 Jahren kehrt Joel zurück in sein Heimatstädtchen an der schwedischen Westküste, um seine demenzkranke Mutter zu pflegen. Seit ihrem Infarkt ist Monika nicht mehr dieselbe und schweren Herzens bringt Joel sie im Seniorenheim unter, wo sie sich zunächst zu erholen scheint. Doch schon bald verschlechtert sich Monikas Zustand. Sie magert ab, wird ausfallend und spricht dunkle Geheimnisse aus, von denen sie eigentlich gar nichts wissen kann. Manche der Alten halten sie deshalb für einen Engel, andere für einen Dämon. Und auch Joel wirkt seine Mutter, als wäre sie nicht sie selbst. Eine von Monikas Pflegerinnen ist Joels Jugendfreundin Nina. Seit 20 Jahren haben die beiden nicht miteinander gesprochen. Und so schmerzhaft sich ihre Wege damals getrennt haben, so schmerzhaft ist jetzt ihr Wiedersehen. Und als sich die beklemmenden Vorkommnisse im Heim häufen, findet Joel ausgerechnet in Nina eine Verbündete, um dem Grauen entgegenzutreten. Es klingt schon sehr, sehr gruselig, wenn man sich vorstellt, ja, dass so ein Heim wahrscheinlich an sich schon nicht sehr angenehm ist, zumindest im Großteil ist. Und man sich so denkt, oh Gott, das ist ja so schon eigentlich eine Horror. Also ich finde es eine unglaubliche Horrorvorstellung, irgendwann in einem Altenheim zu landen. Am Ende wird es so sein, aber das hat ja noch so 50, 60, 70, 80 Jahre Zeit. Und wenn da noch Dinge geschehen, die einen irgendwie verändern, man weiß natürlich nicht, ob es an ihrer Krankheit liegt oder ob da was passiert, aber ich vermute mal, dass das Buch halt nicht Das Heim heißen würde, wenn es an ihr liegen würde. Und das finde ich schon sehr gruselig. Und ich glaube, er ist von der Überfahrt, ne? Ist er, glaube ich, der Autor. Und auch das klingt ja mega, mega spannend und so ein bisschen Horror, gruselig. Und es ist perfekt, finde ich, für den Oktober, November, weil das ja so schöne, dunkle, düstere Monate sind, wo ich das eigentlich gar nicht so mag. Ich mag Thriller gerne bei Sonne lesen, aber ich freue mich da sehr drauf. Auch das nächste Buch ist ein Thriller, ebenfalls erscheinen wird am 24. Oktober das neue Buch von Sebastian Fitzek, Der Insasse. Und das ist schon ein bisschen merkwürdig, dass gerade zwei Thriller doch irgendwie so ähnlich, zumindest von der Thematik sind. Zwar handelt es sich beim Insassen nicht um Altenheim, aber es ist schon interessant, dass eben so ein eingekreister Raum sozusagen irgendwie wichtig zu werden scheint. Und ja, es ist der neue Fitzek und der klingt endlich mal wieder nach einem Buch. Flugangst 7a, was ich ja nicht so mochte. Oder vielleicht doch es genial war und ich es nur nicht verstanden habe. Es klingt auf jeden Fall nach einem Buch, das mir wieder mega gut gefallen könnte. Denn es heißt hier so schön, um die Wahrheit zu finden, muss er seinen Verstand verlieren. Der Insasse. Vor einem Jahr verschwand der kleine Max Berghoff. Nur der Täter weiß, was mit ihm geschah. Doch der sitzt im Hochsicherheitstrakt der Psychiatrie und schweigt. Max' Vater bleibt nur ein Weg, um endlich Gewissheit zu haben. Er muss selbst zum Insassen werden. Und ich muss ehrlich sagen, das finde ich auch eine Vorstellung, ähnlich wie beim Heim, schon ganz schön heavy. Also, dass man sich in eine Psychiatrie einweisen lässt und guckt, was passiert, ob man diesen Menschen über den Weg läuft und was macht man mit dem Mörder oder, ja,
seines Sohnes. Ich weiß irgendwie nicht. Ich neige da wahrscheinlich dann auch zur Selbstjustiz. Das könnte ich mir durchaus bei diesem Buch vorstellen. Aber wahrscheinlich kommt am Ende sowieso alles anders. Man kennt ja Fitzek für seine Plot-Twists, die man nicht erwartet, die man entweder feiert oder komisch und schlecht findet. Ich bin gespannt und hoffe wirklich darauf, dass das mal wieder ein ja, Fitzek wird, der mir gefällt. Es wird dieses Buch in einer limitierten Ausgabe geben. Da hat es einen roten Buchschnitt und sieht sehr geil aus, obwohl das Cover, wie ihr es sonst seht, ja auch komplett weiß ist. Und ich freue mich sehr darauf und ja, weiß jetzt, was ich am 24. Oktober tun werde. Ich glaube, ich habe die Woche drauf Urlaub, was ganz gut ist. Da weiß ich dann schon, was ich lesen werde. Ja, und das letzte Buch, was dann am 26. Oktober erscheint, ist etwas ganz anderes, nämlich ein Jugendbuch. Und zwar der dritte Teil der Time School-Reihe von Eva Völler, Auf ewig uns. Ich bin ja ein Riesenfan gewesen der Zeitenzauber-Reihe und ich mochte auch den ersten Teil und zweiten Teil der Time School-Reihe, wo ja die Geschichte um Anna und Sebastiano weitererzählt wird, eben mit dieser Time School, wo sie andere wie sich selbst, die eben durch die Zeit reisen können, im Grunde schulen und sie darauf ja im Grunde ein bisschen trainieren, was da alles passieren kann. Und es ist natürlich schwierig, zu einem dritten Teil den Klappentext vorzulesen, das werde ich auch nicht machen. Es ist wohl der abschließende Teil dieser Reihe und ich denke, ja, dass wir uns dann wohl auch einfach von dem Zeitenzauber und Timeschool Geschichten verabschieden werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Eva Völler nach dieser Trilogie ja, sich etwas anderes ausdenken wird, auch wenn ich es schade finde, weil ich diese Jugendbuch, den Stil hier drin sehr, sehr gerne mochte. Ich mag den Stil von Eva Völler. Ich mag es, wie sie Anna und Sebastiano zeigt, auch wenn die schon ein bisschen älter eigentlich sind, als es in Jugendbüchern üblich ist und man so ein bisschen erwachsen mit beiden wurde. Und ich hoffe, dass es so ein Ende nimmt, wie ich es mir vorstelle, wie ich es mir erwarte und mich dann wirklich glücklich zurücklässt. Und ich freue mich drauf, bin sehr gespannt und ja, überhaupt bin ich auf alle Bücher gespannt, die ich euch vorgestellt habe. Sonst hätte ich sie natürlich nicht ins Video gepackt. Und man merkt schon, es ist ein bisschen mehr Spannungsliteratur jetzt auf jeden Fall im Oktober. Es ist ja auch Buchmessemonat. Da ist ja in der Regel auch immer sehr, sehr viel los an Neuerscheinungen. Ich selbst werde ja nicht zur Messe fahren. Aber ja, bin sehr gespannt, was alle anderen ein bisschen von der Messe berichten werden. Und ja, mach's mir dann eben mit meinen Neuzugängen sozusagen gemütlich. Vielleicht habt ihr jetzt ein Buch entdeckt, was ihr spannend findet. Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Oder habt ihr selbst Bücher, auf die ihr euch im Oktober freut, dann ebenfalls ab damit, erzählt uns das und warum euch diese Bücher ansprechen. Freue ich mich drauf, da habe ich schon so manches Buch entdeckt, was dann auch auf der Wunschliste oder gar auf dem Sub gelandet ist. Ja, es ist halt immer so ein Miteinander und das freut mich immer sehr. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinen Neuerscheinungen. Wünsche euch nur noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.